Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Bei mir hat gerade der Postbote geklingelt und ein Paket vorbeigebracht. Und da ist die Barbara-Box drin. Und ja, die ist noch komplett zu. Ich weiß nicht, was drin ist. Und ich bin schon mega gespannt auf den Inhalt und freue mich jetzt schon richtig, die auszupacken. Und würde sagen, wir starten gleich mit dem Auspacken. Also, wenn man das Paket jetzt hier aufmacht, sieht das Ganze so aus. Es liegt wieder ein Produkt neben der Box und es ist die Cozy Times Box für den Herbst. Und da passt natürlich Tee ganz gut dazu. Und zwar ist es von Messmer der Strawberry Cheesecake Tee. Den habe ich schon und den gibt es auch schon die ganze Zeit. Weil ich glaube, der ist letztes Jahr, Ende letzten Jahres schon rausgekommen. Und da gibt es ja noch verschiedene andere Sorten wie Schoko Brownie und irgendwas mit Cupcake, glaube ich noch. Und der hat mir eigentlich mit am besten geschmeckt. Ja, freue ich mich schon richtig auf den Tee. Dann haben wir natürlich auch wieder ein Barbara Magazin mit drinne. Und das ist von dem Monat August, September diesen Jahres. Lass liegen, Zwangspause. Ja, also auch wieder ein paar Artikel drin. Ja, die werde ich mir in Ruhe durchlesen und freue mich auch schon drauf. Dann ist hier so ein Türanhänger dabei. Bitte nicht stören, ich bin schon genug gestört. Und lieber 15 Minuten schämen als 3 Stunden putzen. Naja. So, aber jetzt kommen wir zum Inhalt der Box und die Box ist auch richtig schwer. So sieht das Ganze von innen aus. Hier haben wir einmal ein Magazin. Dann haben wir hier ein Handtuch drin. Von Erwin Müller. Also so ein, ja, ein kleines Handtuch. Die benutze ich eigentlich immer für die Gesichtswäsche. Und also das fühlt sich sehr, sehr gut an. Hat auch hier zwei so Haken dran. Und ist 100% Baumwolle. Genau. Ja. Okay. Dann war in das Handtuch eingewickelt hier eine Tasse. Mein Ziel für diese Woche, Freitag, das ist natürlich super für den Schreibtisch. Dann haben wir hier von Ultrasun eine Overnight Face oder Overnight Summer Skin Recovery Mask. Schnell einziehende, erholsame Anti-Aging-Maske mit Hyaluronsäure und Braunalgenextrakten. Ohne Mineralöle, ohne Emulgatoren, ohne Silikone, ohne Konservierungsmittel, ohne Alkohol. Das Ganze ist dann in so einem Pumpspender drin. Okay. Bin ich auch mal sehr gespannt. Ich bin auf alles gespannt. Ich bin auf alles gespannt, was eigentlich immer so in den Boxen drin ist. Vor allen Dingen, was ich noch nicht kenne. Genau, und Feuchtigkeit brauchte meine Haut immer. Deswegen finde ich sowas eigentlich auch ganz super. Dann haben wir hier einen Jojoba-Nagelpflegestift mit natürlichem Jojobaöl, Vitaminen und Keratin zur Pflege der Nagelhaut und Stärkung der Nägel. Auch mit so 3 Ersatzminen. Dann kommt hier von Baileys, das ist zweimal drin, und zwar ein Iced Coffee Latte. Zweimal.
Und dann kommt hier so eine Dose raus, und zwar von Tropikai Kokosnusschips Crispy Kakao. Ich würde sagen, die probieren wir jetzt gleich mal. Also so sehen die von innen aus. Und riecht sehr lecker nach Schoko. Also die schmecken richtig lecker. Vor allem auch schön knusprig. Also hier steht hinten drauf, der knusprig süße Bio-Snack aus geröstetem Kokosnussfruchtfleisch mit aromatischem feinem Kakao. Pur zum Genießen oder zum Verfeinern von Kuchen und Desserts. Zutaten: Bio-Kokosnusschips 77%, Bio-Kokosblütenzucker 19% und Bio-Kakaopulver 2% und etwas Salz ist hier drin. Das ist ein veganes Produkt. Ja, also finde ich cool, dass sowas mal in der Box zu haben, weil ehrlich gesagt hätte ich mir das, glaube ich, nicht gekauft. Ich wüsste auch gar nicht, wo es sowas gibt. Vielleicht wisst ihr das, vielleicht habt ihr das ja schon mal gesehen irgendwo. Also finde ich auf jeden Fall super cool und schmeckt auch richtig lecker. So, und das letzte Produkt ist hier von Dr. Grandle. Ein Hyaluron Moisture Flash Feuchtigkeit bis in die Tiefe. Das sind so 3 Ampullen. Und also von innen sieht es so aus. Das sind diese 3 Ampullen. Und dann gibt es hier auch so eine Abbrechhilfe. Hier. Womit man das Ganze abbrechen kann. Und da ist noch eine Anleitung. Kommt man an die ran. Genau, und hier ist noch eine Anleitung dabei. Aber die werde ich mir dann in Ruhe durchlesen. Und ja. Das waren jetzt alle Produkte der Barbara Books. Und ich muss sagen, also ich bin mega begeistert. Ich finde diesen Mix aus Beauty-Produkten, Entspannungsprodukten. Gut, hier war jetzt weniger Beauty dabei. Diesmal, es ist ja auch eine Herbstbox, also für Wellness eher ausgelegt. Aber einfach so ein Mix aus allem, aus Getränken, Essen, Beauty, Pflege, dann das Handtuch oder auch die Tasse, finde ich einfach klasse. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, aber was wir noch reinschauen wollten, sind die Preise. Da schauen wir jetzt auch noch schnell rein. Genau, also hier haben wir jetzt einmal die Baileys Iced Coffee Latte. Es sind 2 Stück drin und jeweils kostet eine Dose 2,49 Euro. Dann die Dr. Grandle Ampullen. Kosten, also ist auch eine Originalpackung, 14,90 Euro. Dann dieser Wilco Classic Jojoba Nagelpflegestift. Sind 3 Milliliter. Ja, sind 3 Milliliter. Und kosten original 6,95 Euro. Dann haben wir das Handtuch. Das liegt ein Stück bei erwinmüller.de bei 3,50 Euro. So eine Tasse hier wird jetzt hier mit einem Preis von 11,90 Euro angegeben. Genau, dann sieht man hier die Teesorten noch, die es da gibt. Genau, Apfelstrudel und Strawberry Cheesecake waren Himbeertörtchen und Strawberry Cheesecake waren zwei Favoriten von der Serie. Schokokirsch ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, also muss man mögen. Und Apfelstrudel war jetzt nicht schlecht, war aber jetzt nicht der Überflieger.
Genau. Aber da kostet eine Packung 2,25 Euro und die kriegt ihr eigentlich fast überall mittlerweile. Dann haben wir hier diese Ultrasound Face Mask. 50 ml sind hier drin. 50 ml sind hier auch als Originalprodukt angegeben und diese Maske hier würde kosten 39 Euro. Ja. Also ist auch ein Produkt, was man sich nicht einfach mal so kauft und finde ich echt super, dass es hier drin ist und vor allem in Full Size. Man muss ja echt sagen, hier sind eigentlich nur Full Size Produkte drin. Und genau, dann noch das letzte Produkt, diese Kokosnusschips, sind 120 Gramm, auch ein Originalprodukt, kostet 2,98 Euro. Okay, da gibt es auch einen Online-Shop, sehe ich gerade, Tropikai, und da kann man die bestellen. Ja, das waren dann alle Produkte und ich muss echt sagen, wie gerade schon erwähnt, ich finde alle Produkte super gut. Und ich freue mich echt schon aufs Ausprobieren. Und die zwei kommen jetzt gleich in den Kühlschrank. Die werden mein Freund und ich auch heute Abend wahrscheinlich trinken. Und ja. Wie gefällt euch denn die Barbara Box? Habt ihr die bestellt? Weil ich glaube, so viele gibt es dann. Oder so viele Videos habe ich auch von der noch nicht gesehen. Und ja, also mir gefällt die Box richtig gut. Und ich freue mich immer, die auszupacken, auch wenn man leider immer nur 4 Stück im Jahr bekommt. Aber es ist halt dafür umso schöner und man freut sich halt richtig drauf. Und ja, ihr Lieben, ich würde sagen, das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Und ich würde sagen, bis dahin, tschüss!